Herzlich willkommen bei Meditalk. Schön, dass Sie dabei sind. Worum geht es heute? Es geht um diese Pflanze hier, es geht um die Aloe Vera. Wussten Sie zum Beispiel, dass die Aloe Vera das erfolgreichste Schönheitsmittel der Welt ist? Oder wussten Sie, dass der Aloe Vera Saft Wunden 3 bis 4 Mal schneller heilt als jedes andere bekannte Heilmittel? Diese eher scheue und unscheinbare Wüstenblume hat einen Boom seit Frühjahr 2002 hier in Deutschland. Der Grund war dafür ein Auftritt von Michael Poyser bei Jürgen Flieger. Extra für Sie eingeflogen. Wunderbar. Aus Brasilien. Extra, wir wollten den Papst und niemanden anders haben, der alles weiß über Aloe Vera. Ja. Gehen wir mal in die Fakten. Es gibt Aloe-Saft zum Trinken. Wo hilft der, Herr Poyser? Die Aloe ist ein Vitalgetränk. Das kann man zuerst mal trinken, jeden Tag wie ein Orangensaft zur Gesunderhaltung. Natürlich ist die Aloe eine viel höhere Potenz als ein Orangensaft, weil da viel mehr Inhaltsstoffe drin sind. Gleichzeitig ist die Aloe die beste Unterstützung für Heilungsprozesse. Die Aloe ist halt die absolute Spitze. Dieses Cocktail hilft bei über 100 Krankheiten. Jetzt kommt hinzu, wenn man den Saft bei der Herstellung mischt mit Honig, das heißt, die alten Bücher von Brasilien berichten ja schon, dass diese Mischung mit Honig eine weitere Steigerung bringt. Und jetzt haben wissenschaftliche Studien in England bewiesen, dass, wenn man vergleicht, die Anwendung von Aloe pur und Aloe plus Honig, dass dann die Wirkung nochmal gesteigert werden kann. Das heißt, entstehen neue Moleküle, sodass dann bessere Ergebnisse erzielt werden können. Aloe Vera ist der Menschheit seit Tausenden von Jahren bekannt. Im ältesten, heute erhaltenen ägyptischen Arzneibuch, dem Eberschen Papyrus, sind bereits 12 Arzneirezepte mit Aloe Vera niedergeschrieben. Für Kleopatra und Nofretete war Aloe Vera der zentrale Bestandteil im täglichen Schönheitsprogramm. Von den besonderen Eigenschaften der Aloe wusste auch Alexander der Große. Er hatte sie in großen Mengen auf seinen Feldzügen bei sich. Dank ihrer entzündungshemmenden Wirkung war sie die beste Notfallmedizin bei Kriegsverletzungen. Die amerikanischen Indianer verehrten die Aloe als eine von 16 heiligen Pflanzen. Kolumbus taufte sie Arzt im Blumentopf und nahm sie mit auf jede Schiffsreise. Und der Naturforscher Paracelsus lobte ihre geheimnisvolle Kraft so: Ihr Saft heilt Verbrennungen und entgiftet das Blut. Aloe Vera. Quer durch alle Kulturen und Kontinente spielte und spielt sie eine wesentliche Rolle in der Medizin und im Streben nach Schönheit. Hartmut Kimmel ist Heilpraktiker seit 30 Jahren. In seiner Praxis behandelt er täglich Patienten mit Aloe Vera bei vielen unterschiedlichen Beschwerdebildern. Ja, ich behandle seit über 3 Jahren meine Patienten mit Aloe Vera mit sehr großem Erfolg. Man sollte in jedem Falle bei allen Allergien, die wir haben, von Lebensmittelallergien, Hunde, Katzenhaare, Birkenpollen, sollte man Aloe Vera grundsätzlich einsetzen, weil es vollkommen ohne Nebenwirkungen ist. Und was sagen Ärzte zur Heilkraft der Aloe Vera? Wir fragen Dr. Karl-Heinz Hufnagel, Facharzt für Allgemeinmedizin. Häufig werden Naturheilmittel in der Schulmedizin noch sehr skeptisch betrachtet. Zum Beispiel bei der Misteltherapie, die ja heute eine anerkannte Therapie in der Krebsheilkunde ist, hat es einige Jahre gedauert, bis das in die Schulmedizin eingegangen ist. Das Blattgel von Aloe Vera enthält jedoch in seiner natürlichen Zusammensetzung eine enorme Wirkstoffkombination und viele dieser Wirkstoffe werden auch bei synthetischen Medikamenten verwendet. So stärkt die regelmäßige Einnahme von Aloe Vera das Immunsystem und hilft unterstützend bei vielen Erkrankungen, wie zum Beispiel der Neurodermitis, der Psoriasis, bei Gelenkentzündungen und bei Immunschwäche. Aloe Vera wirkt nicht nur vitalisierend und stärkt das Wohlbefinden, sondern es wirkt auch entzündungshemmend, entgiftend und immunstimulierend. Ja, wir haben uns natürlich gefragt, worauf muss man achten beim Kauf eines Aloe Vera Produktes? Was zeichnet ein wirklich gutes Produkt aus? Und das zeigen wir Ihnen jetzt im kommenden Film. Viel Spaß! Über 200 wissenschaftlich belegte Heilstoffe stecken in Aloe Vera, von Vitamin A bis Zink. Versteckt sind sie im Blattmark, das unter der dicken grünen Haut verborgen liegt.
Zum Glück müssen Aloe Vera-Fans nicht am Mittelmeer wohnen, um von der Pflanze zu profitieren. Sie brauchen nicht einmal frische Blätter, denn gute Aloe Vera-Produkte kann man auch kaufen. Nur welche? Viele Hersteller konkurrieren um die Käufergunst. Unzählige Verbrauchersiegel versprechen Qualität. Die zuverlässigsten Aussagen über lückenlose Qualitätsstandards treffen unabhängige Prüflabors. So ein Labor ist zum Beispiel das international renommierte Institut Fresenius, bekannt von Nutella und Kinderschokolade. Aloe Vera hilft, Krankheiten vorzubeugen und bringt die Selbstheilungskräfte des Körpers auf Vordermann. Sie ist heilsam für jeden, auch für Kerngesunde. Diese Pflanze hat es wirklich in sich. Und was Aloe bei Tieren noch so alles bewirken kann, das sehen Sie nun in unserem folgenden Beitrag. Alois Pollmann Schweckhorst, ein international erfolgreicher Pferdesportler. Mehr durch Zufall lernte er Aloe Vera kennen. Gegen seine Schuppenflechte trank er den Aloe-Saft und behandelte seine Haut mit Aloe Vera Gel. Erfolgreich. Dann testete er Aloe Vera auch bei über 20 Pferden. Ja, ich fütter seit einigen Monaten Aloe Vera Gel übers Futter für die Pferde mit dazu. Sie nehmen das sehr gut an, sie fressen das ja auch sehr gerne. Und vor allen Dingen jetzt im Haarwechsel unterstützt das den Stoffwechsel sehr. Pferde fühlen sich fit, sehen gut aus und ich fühle mich auch wohl. Natürlich ist Aloe Vera nicht nur was für Pferde. Immer mehr Studien belegen, dass Aloe Vera bei Tieren genauso heilsam ist wie bei Menschen. Sie fördert die Verdauung, ist toll für das Haarkleid und stärkt das Immunsystem. Und damit sind wir auch schon am Ende angelangt unserer heutigen Sendung. Schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie sind ausreichend informiert worden über Aloe Vera. Ganz besonders Dankeschön an Herrn Peuser. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Wir haben eine Menge gelernt. Und liebe Zuschauer, vielleicht verändert ja auch Aloe Vera Ihr Leben. Herr Peuser, herzlichen Dank.